Seifert, nein. Wir haben da so schön gesungen. Majestät, es handelt sich um die Sängerin und Songwriterin Virginia Ernst. Ah, na husch. Majestät. Na schau. Pinguine, husch. Pinguine. Der Pinguin ist ein Tier. Gell? Gell? Das war's schon, er kann gehen. Seifelstein, wir haben eine Idee für Eisbärenfutter. Ernst? Ja? Virginia, außergewöhnlicher Name. Waren die Eltern starke Raucher? Ich hoffe nicht. Nein, waren sie nicht. Nein, Virginia, schöner Name. Wo kommt sie her? Eigentlich aus Österreich, gebürtige Wienerin, Eltern auch aus Wien. Das ist außergewöhnlich. Ja, wahnsinnig außergewöhnlich. Und, kein Steirer und dabei? Nicht. Es gab früher ein paar Ungarn mit dabei. Naja, das muss sein. Ne? Ich weiß, genau, so ist es. Also wusste ich jetzt bis dato jetzt auch nicht. Also es kam erst jetzt zur Sprache. Ja, sonst wäre Wien halb leer. Ne? Keine Ungarn. Ne? Sonst wäre ich nicht entstanden. Ja, wer schaut, ne? Genau. Ja, wie schön, dass du geboren bist. Vielen lieben Dank. Ja, ja. Was wissen wir über Sie, Seifenstein? Nun, Majestät, bevor Frau Ernst eine gefeierte Sängerin wurde, war sie eine durchaus erfolgreiche Eishockeyspielerin. Was? Wirklich? Ja, ich habe 13 Jahre lang Profi-Eishockey gespielt. Profi-Eishockey? Ja. Drei Jahre. Wahnsinn. Haben wir da Material, Seifenstein? Wir hätten eine Aufnahme, Majestät, Hofbildstelle. Ja, schaut aus, so wild, brutal. Da schaut sie so erbarmungslos aus, ne? Das ist, wie man es von Frauen gewöhnt ist. Ne? Ich würde eher sagen müde. Müde? Wirklich? Ich war schon müde. Wo hat sie da gespielt? Bei welchem Verein? Ich habe in Wien gespielt, sehr viele Jahre. Ich habe bei den Burschen angefangen, bin ins Damen-Nationalteam gewechselt, also in die Damenmannschaft, dann ins Nationalteam gekommen von Österreich. Ja. Und dann bin ich nach Schweden geflogen und dort war ich dann 3 Jahre. Die braute Svenska auch gesagt? Ja, braute, litte Svenska. Ich hab mir das auch gesagt. Aber brau, war kühl. Können wir gerne auf Schwedisch weiterreden. Ja, aber da hört sich dann auch schon wieder auf. Ja, bei mir auch. Ich spreche noch ein bisschen, ne? Und was waren die größten Erfolge? Weltmeisterschaft 2008 haben wir... Dort! Wir sind Weltmeister? Ja, 2008 Damen-Eishockey in Finnland haben wir. Wieso weiß das keiner? Wir sind Eishockey-Weltmeister! Bravo! Wenn wir warten, bis die Herren Eishockey-Weltmeister sind, können wir das Match auf der Donau ausüben, weil die ist dann zugefroren. Ne? Sie sind schon besser geworden. Die Buben? Ja, die Buben. Ja, die haben ja mit ihr trainiert. Ne? Stimmt. Nee. Viele dieser Burschen haben mit mir gespielt. Ja. Ja. Warum hat sie aufgehört? 2012 bin ich dann zurückgekommen nach Österreich, habe die Eishockey-Karriere auf den Haken gehängt und habe dann angefangen mit der Musik. Mit Musik? Das ist schon ein Unterschied zwischen Eishockey und Musik. Ne? Ziemlicher. Ne? Also Katzensprung mehr oder weniger, weil ich wollte nie auf die Bühne. Ja? Ich war absoluter Hosenschisser und seitdem mache ich es eigentlich. So viel Spaß gemacht, ja. Okay. Nein, aber wirklich, also seitdem bin ich eigentlich nur noch auf der Bühne vertreten und habe es gelernt zu lieben. Wunderbar. Haben wir da vielleicht Material, Seifenstein? Kann man was hören? Majestät, vielleicht wäre noch das Detail interessant. Der kaiserliche Geheimdienst hat herausgefunden, dass sich Frau Ernst das Gitarrespiel über YouTube beigebracht hat. Ja, genau. Über YouTube? Wirklich? Googeln Sie mal, ob es sowas auch für Kanzler gibt und schicken Sie dem Nehammer den Link. Sehr gerne, Majestät. Jetzt zeigst du das Video her, das wir haben von der Ernst. Ja, Majestät, ich hätte die Single Home veröffentlicht im Juni 2022. Hofbildstelle, bitte.
Aus, 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 bravo. Bravo. Was man da gesehen hat beim Video, dieser Sprüher da im Hintergrund, ja, das hat alles meine Frau gezeichnet. Ah, sie ist verheiratet mit einer Frau? Das ja. Das wissen wir ja gar nicht. Ne? Und habe einen 16 Monate alten Sohn. Ah, interessant. Gut, dass sie da ist. Gratulation. Das interessiert uns sehr, sehr lange schon. Also wenn zwei Frauen ein Kind bekommen, also wenn die dann, wenn die, ach so, na, so. Wenn die dann, also wie geht das? Ja, wir haben es auf normale Art und Weise versucht, hat nicht funktioniert, ja, wie man sehen kann. Ja, da fehlt ja man, was. Man muss es versuchen, oder? Ja. Es ist was ganz Normales, dass man auf dritte Hilfe zurückgreifen darf. Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Wir tun alles für unser Volk. Wir nehmen uns die 2 Minuten Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Meine Hoheit, hätte ich das gewusst, wäre es natürlich ganz anders gekommen. Ja, wären wahrscheinlich beide schwanger gewesen. Bravo. Haben wir auch was, wo man sehen kann, wie die Gattin ausschaut? In der Tat, Majestät, Frau Ernst hat nämlich mit ihrer Ehegattin gemeinsam ein Lied aufgenommen. Es trägt den Titel Fly Up High. Hofbildstelle, bitte. Aus, 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 aus. Wow. Ja, noch besser. Ja noch besser und das ist ja fesch. Und singen kann's auch. Ja, so wie man andacht, wie sie kennen. Besser als manche andere. Man muss dazu sagen, das ist unser Hochzeitssong. Den haben wir erst letztes Jahr, wie unser Sohn geboren worden ist, veröffentlicht. Und das war eigentlich so ein privater Song, den wir gesagt haben, gut, okay, wenn unser Sohn geboren ist, dann veröffentlichen wir ihn gemeinsam. 5 Jahre hat es mir gebraucht. Aber, wir hätten jetzt gerne, dass Sie noch ein einziges Mal für uns Eishockey spielt. Sei verstanden? Vormärz, Biedermeier. Wirklich? Ja. Mit? Einmal noch. Der Seifenstein hat was vorbereitet. Wie lange ist her, dass sie das letzte Mal Eishockey gespielt hat? Auf die Art und Weise. Ich denke mal, das letzte Mal im Prater. Aha. Seifenstein, kommen Sie her, Sie werden den österreichischen Hof vertreten. Ich, Majestät? Ja, selbstverständlich. Ich bin ein ausgesprochen ungeübter Eishockeyspieler. Liegt schon da mitten. Erstes Tor gewinnt. Der Puck liegt in der Mitte. Aber wer beginnt denn? Ja, sie, weil sie gefragt hat. Alright. Ja, nervenzerfetzend. Na, schnell ist zwar, was ist. Oh! Ein Glückstreffer. Vielleicht könnten Majestät erwähnen, dass ich eine Weltmeisterin besiegt habe. Also gut, lass mal in dieses Zuckerl. Wissen Sie was? Sie sind ein bisschen aus der Übung. Nehmen Sie das Ding mit nach Hause und dann spielen Sie mit dem Buben. Vielleicht kann Ihnen der was beibringen. Dankeschön. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie da waren. Sie darf sich zurückziehen. Meine Hoheit, Dankeschön. You got the world.